Der Lay Labs wurde von Wildcard im letzten Mod Spotlight vorgestellt und soll eine richtig gute Rex-Alternative sein. Ich habe also für euch getestet, was er kann und wie gut er sich bei den Bossen schlägt. Viel Spaß euch mit dem Video. So Leute, hier geht's heute wieder los und wir spielen hier auf einem Singleplayer-Server. Nämlich werden wir uns heute zusammen den Lay Labs angucken. Ich habe keine Ahnung, ob das so ausgesprochen wird. Auf jeden Fall habe ich den in einem Wildcard Mod Spotlight gesehen und der sah echt cool aus. Ich dachte, andere Rex-Variante, warum nicht? Vielleicht können wir mal ein bisschen gegen Bosse kämpfen, können ein bisschen Action machen, gucken, wie stark das Ding eigentlich ist, weil er sah echt cool aus. Aber auch so ein bisschen goofy. Auf jeden Fall, ich bin bereit, das Ganze zu machen. Wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das wäre super, super lieb von euch. Ich würde sehr weiter. Vor allem bei so kleinen Mod-Tests wäre es echt lieb. Da weiß ich nämlich in Zukunft, ob euch das Ganze gefällt. Ich würde sagen, ich mache mich direkt auf den Weg. Der sollte relativ da spawnen, wo Rex spawnen. Also gehen wir gleich auf die böse Insel da hinten. Ich bin hier gerade auf The Center unterwegs. Und wir checken mal ab, ob wir einen finden. Und ich habe tatsächlich ziemlich schnell einen gefunden. Das Ding ist, das ist eine Alpha-Version davon. Diese Vintage-Laylifts sind, glaube ich, die Alpha. So, die muss man killen. Da kriegt man von denen irgendwie ein Kostüm oder so. Ja, okay, der hat auch schon Alpha Claw. Oh no. Und nur einfach Alpha gefunden, bevor ich den normalen gefunden habe. Ich weiß gar nicht, kann ich mit meinem Pyromane dagegen kämpfen? Ich denke schon, oder? Macht der gut Damage? Ah, das ist eigentlich voll cool, weil wenn wir dann gleich einen gezähmt haben, dann können wir den direkt das Kostüm anziehen. Das ist eigentlich richtig, richtig nice. Sag mir nicht, dass die normal so wenig Damage machen, weil dann ist der wahrscheinlich nicht so nützlich. Okay, wir haben ihn gleich down. Ersten Alpha besiegt einfach davon. Ich habe noch nicht mal einen normalen gesehen, aber Alpha ist gleich weg. So, hier ein, zwei bis noch. Zack. Und da sollte irgendwo unser Kostüm sein. Ah, das ist hier unter Cosmetics. Ich habe es gefunden. Ja, wir haben das Kostüm bekommen. Jetzt müssen wir nur noch ein C. Och, Mann. Warum mache ich dir so wenig Damage? Was ist das hier für ein Kampf? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Rückzug, Rückzug. Also ich bin jetzt schon ein bisschen am Suchen. Ich habe noch nicht einen gefunden. Aber im Singleplayer sind die Spawns sowieso... Ist das einer? Nee, das ist auch kein... Das ist normal auch, Mann. Im Singleplayer sind die Spawns eh immer ein bisschen kacke. Aber ich werde weiter suchen. Ich werde nicht aufgeben, bis ich nicht selber so einen Rex habe. Oh mein Gott. Die Suche war nicht umsonst. 145er auch direkt. Ist ein Weibchen. Holen wir uns aber sowas von ran. Wie viel Topor? 14.000 Topor. Könnte man natürlich jetzt super cool irgendwie einen Käfig drum bauen oder sowas, ne? Wie das Profis machen würden. Aber wisst ihr was? Ich sitze hier einfach auf meinem Pyromane. Okay, er sieht so lustig aus, hä? Warum sieht der aus? Der sieht so goofy aus, wie er sich bewegt, hä? Als ob der so stark ist wie ein Rex. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ey, dafür brauchen wir ja gar keinen Käfig, ehrlich. Ich habe halt Shocking Darts und eine richtig, richtig gute Rifle. Ich glaube, 500 Damage oder sogar mehr. Der ist halt schon ausgenockt. Er ist halt schon ausgenockt. Perfekt, ey. Guckt euch das an, die Zunge. Was zum Teufel sehe ich da? Der geht's gar nicht gut. Hier könnt ihr schon sehen, was er ist. Eigentlich ganz normale Sachen, die ein Rex auch essen würde. So, hier. Nimm deine Kibbe, mein junger Kollege. Dann warten wir kurz, bis du gezähmt bist. Und sie ist gezähmt. Hä? Das sieht ja noch komischer aus, wenn man so davor steht und sich das in Ruhe angucken kann. Das ist ja so falsch. Warum so aufrecht? Wisst ihr, wie der aussieht? Wie der Power Ranger Skin fast ein bisschen. Der ist auch so übel aufrecht. Den stelle ich gleich direkt daneben, ohne Witz. Die könnten fast dieselbe Figur haben. Jetzt muss ich wohl doch gegen den Pyromane kämpfen und habe keine andere Wahl. Nämlich ist dahinter ein Layla für 150 Männchen. Oh mein Gott, ey. Besser geht's halt nicht. Ich kann mich hier einfach draufsetzen. Ah, oh, okay. Ich hoffe, du hast die so viel Damage bekommt? Nee, hast du tatsächlich nicht. Die gibt's. Oh mein Gott. Ach, Mann, warum feiere ich die so hart? Oh, ich finde die irgendwie so witzig. Ich muss sie gleich unbedingt austesten. Ich habe auch gelesen, dass man irgendwie aus Drops anscheinend aber bessere Seil bekommt. Da werde ich gleich auch noch ein bisschen rumgucken, weil das wäre schon echt cool, einen besseren Seil für den zu haben. Und dann gehen wir mit dem erstmal ein bisschen auf Tour. Ja, ja, brauchst jetzt gar nicht wegrennen. Auch wenn es witzig aussieht. Hör auf wegzurennen jetzt. So, komm mal wieder her. So, zack, letzter Schuss. Und da liegt der Kibbel rein. Männchen und Weibchen sind komplett... Guckt euch das hier an. Die Animationen sehen doch wild aus, oder? Ich weiß auch nicht. Ist das buggy oder soll das so? Wahrscheinlich soll das so, oder? Den Saal lernt ihr übrigens mit Level 73 und ihr könntet nur im Fabricator bauen. Und das sind unsere beiden Treu-Rexe mit einem Saal drauf. Hä, so sieht die Laufanimation gar nicht mehr so falsch aus. Was hat der für ein komisches Dingsda-Boomster? Rivalry? Warum? Was ist los? Okay, er ist irgendwie sauer oder so. Er hat so ein Track-Ding da oben eingeblendet. Ich weiß auch nicht, was das heißt. Was ist das für ein Schrei? Was habe ich da gehört? Kann ich den nochmal machen? Ach du Schande. Das war es komplett. Und der erkennt irgendwas, der Schrei. Hä? Was hat er da gefunden? Da unten markiert er mir irgendwas.
Warte, 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 wir müssen nochmal schreien. Was ist denn hier markiert? Ist das ein Fisch oder so? Markiert das so alle Dinos? Oh, der markiert alle Dinos. So, kurzer Test, was er außer schreien so kann. Linksklick ist das hier. Das macht 200. Oh, der zeigt direkt an, wie low die sind. Ich habe jetzt nicht geschrien oder so. Macht er das die ganze Zeit? Weil dann ist das wirklich gut. Warte, warte, warte. Neuer Test, neuer Test. Komm her, Archie. Ich muss was testen hier. Nee, tatsächlich zeigt das. Oder doch? Doch, er zeigt es an, wenn was low drop. Oh mein Gott, das ist ja so nice. Rechtsklick macht auch guten Damage. Das Stampfen macht Damage ein bisschen. Okay, ungelevelter Laylabs gegen Alpha Raptor. Aber das sollte easy peasy sein, weil der haut den echt die ganze Zeit zurück. Ah, der hat sich geheilt, der Drecksack. Geschafft. Nice. Der kann springen. Und wie? Nicht nur ein bisschen. Muss ich das aufladen? Ich muss es aufladen. Der hat einen Reaper Jump. Jump. Und wie hoch? Oh, das ist so falsch. Oh, ich liebe den ein bisschen, bin ich ehrlich. Wenn ich jetzt irgendwas so ein bisschen vom Damage her Vanilla-mäßiges spielen würde, würde ich den sofort auf den Server schmeißen. Oh, das ist mein erster Achelon, den ich hier sehe. Wenn wir den gerade schon hier haben, ich mache kein Video zum Achelon, weil ich schon eins gemacht habe, wie ich gegen Bosse kämpfe. Und ich habe schon eins auf dem Zweitkanal gemacht, wie man den zähmt und eigentlich alles, was man darüber wissen müsst. Also, wenn ihr wollt, gerne beim Zweitkanal vorbeigucken oder halt das alte Video hier auf dem Hauptkanal, wo ich gegen Bosse gekämpft habe. Das war nämlich auch ganz cool. Oh, ist der sauer auf andere Rexicaler sein? Der hat jetzt wieder diesen Rivalitätsbonus da. Kann das heißt, dass Steller schlägt oder so? Ich habe keine Ahnung. Aber er hasst Rexe, glaube ich. Kann ich verstehen. Du bist halt auch so ein Goofy Rex, ne? Du wirst wahrscheinlich nicht so ernst genommen, Kollege. Ich muss mit dem gleich nach Hause. Dem geht's gar nicht gut. Was wir doch komplett vergessen haben, ist unser wundervollen Skin, den wir hatten, bevor wir überhaupt den Dino hatten. Es laggt komplett, wenn ich den da drauf machen will. Was zum Teufel? Was sehe ich da? Einfach Schwarz-Weiß-Modus aktiviert. Oh mein Gott, wirklich Schwarz-Weiß-Modus aktiviert. Hä? Der Skin macht was? Das ist krank. Das ist crazy. Okay, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist so gut. Wie cool ist der Skin denn? Kein Wunder, dass es so laggt auf einmal. Guck mal, wenn ich den wegziehe, auf einmal ein FPS gefühlt. Und jeden Moment haben wir unser erstes Ei. Und ihr seid live dabei. Da ist es. Und es ist weg, weil der Collector es eingesammelt hat. Aber ihr habt es kurz gesehen. Hier kommt unser erstes Goofy Rex Baby. Oh mein Gott, der hat sogar wilde Farben. Oh, was? Nee. Oh mein Gott, wie süß ist er denn? Oh, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Der hat einfach die leckere 4-Gewichtsmutation, ey. Das, was man haben will. Und hier mal zum Vergleich der Power Ranger Rex direkt daneben. Ja, das ist 1:1 dieselbe Statur einfach. Die stehen genau gleich. Ich wollte gerade sagen, irgendwoher kenne ich das doch. Meinen Berechnungen zufolge müssen das hier die letzten zwei Babys sein, um unsere Armee von Boss-Zerstörern vollständig zu machen. Guckt euch das hier an. Würdet ihr sagen, das sieht aus wie eine Bosskampfarmee? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber irgendwie auch schon. Also sie sehen schon mächtig aus. Ich hoffe, ich kriege die da überhaupt rein. Hoffentlich könnt ihr da überhaupt reinporten. Oh nein, wenn ich da nicht reinporten könnte, dann kann ich das Spiel deinstallieren und das alles war umsonst. Dann bin ich gebrochen. Ich sag's euch so, wie es ist. Also dann bin ich komplett gebrochen. Ich werde es letztes Mal noch ranholen. Dann noch ein Yuti. Ich weiß nicht, wo ich mein Yuti habe. Und dann geht's rüber zur Boss-Arena. Und wir werden erstmal gegen Gamma kämpfen, wenn es denn überhaupt geht. Und dann gegen Alpha. Also ich würde mich dann direkt mal trauen und gegen den großen Hasen kämpfen. Mal gucken, ob das klappt. Übrigens, Zell habe ich ein Blueprint gefunden. 74 Armor hat der. Natürlich nicht ultra, ultra gut, aber besser als nichts. Hauptsache, hier stehen noch meine Yi-Links vom letzten Bosskampf und hier stehen noch meine Pyromains vom letzten Bosskampf. Ey, einfach alles vergessen hier, Mann, ich wollte hier alle richtig schön in den Kreis stellen. Auf einmal kommt ein Diplo und schiebt hier alle mitten rein. Danke für gar nichts, Diplo, schon wieder. Ich glaube, ich habe echt ein bisschen unterschätzt, wie riesig die Dinger sind. Sieht aus, als wenn die gerade ein großes Kaffeekränzchen halten, ey. Ich würde sagen, wir legen los. Gamma, Bosskampf. So, ich habe ihn gestartet. Was soll schon schief gehen? So, und jetzt darf ich beten, ob wirklich alles mitkommt. Gleich stehe ich da mit einem Schwein und einem Beauty. Das kann sehr gut sein. Nee, sie kommt mit. Sehr gut so. Automatisches Brüllen an. Ich mache euch schon mal alle auf neutral. Wenn hier irgendwas ankommt, dann rennt ihr da voll rein. Das ist auch ein sehr guter Plan. Wir bleiben hier kurz stehen, weil ich sehe eh nichts und ich bin absolut stuck. Aber ich glaube, da kommt gleich ein Stein oder so. Irgendwas kommt da. Da kommt gleich was. Leute, Angriff, Angriff. Ja, so will ich das sehen. So, nicht anders. Gamma, hier, ich heile mal ein bisschen.
Ich weiß nicht, ob ich heilen muss, aber ich heile einfach mal. Ja, die kriegen halt fast. Oh mein Gott, 1000 Damage. Okay, habe ich gesagt. Ein bisschen Damage kriegen sie doch, aber ist halt Gamma, ne? Stampf mal drauf, Leute, stampf mal. Ja, gib ihm die Schelle. Hey, nice. Affe ist schon weg. Brutmutter ist halt easy jetzt, glaube ich. Ich glaube, Brutmutter ist immer das geringste Problem. Ich habe schon keine Brut mehr. Ups. Hä, habe ich so viel geheilt? Ja, guckt euch das mal an. Die Brutmutter, die spielt schon ein bisschen. 3000 Damage. Meine Möchtegern Rex sind ganz schön wilde. Ich glaube, wir machen Alpha. Zack. Beide weg. Und das echt schnell. Könnte sogar fast so schnell gewesen sein wie beim Dinosuchus. Also Dinosuchus war auch crazy. Okay, ich habe einfach gestartet bekommen, aber ich habe 3 Stück eingepackt. Ich hoffe, dass ich die doch schnell wieder rauswerfen kann. Irgendwo hier. Nice. Attacke, Jungs. Attacke. Go, 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 go. Oh mein Gott. Hä? Die nippen halt alles auseinander, glaube ich. Jetzt mal ernsthaft. Oh mein Gott, okay, das macht schon ordentlich Damage. Aua. Könnte ich da mit Medusa machen vielleicht? Okay, mein Food ist aufgebraucht. Hier war es dann wohl. Ich könnte auch selber ein bisschen rumschießen, wenn ich Bock habe. Aber dafür ist halt auch der Affe schon dead. Und die Spinne wird halt noch schneller weg sein. Die Spinne. Ich mache gerade Alpha-Bosse im Vorbeigehen. Die sind ja nicht mal krass oder so. Ich kann sogar selber drauf beißen. Hier, friss das. Was hast du davon, Spinne, ey? Keine Chance. Nicht gegen meine Laylabs. Die sind einfach zu mächtig. Vielleicht versuche ich mal die Tage auf dem zweiten Kanal, die Dinger gegen Medusa kämpfen zu lassen. Das könnte tatsächlich klappen. Aber ich würde fast sagen, das war's mit meinem kleinen Laylab-Spotlight. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Mir hat super viel Spaß gemacht. Der ist echt nice. Die Jumps allein schon sind's auf jeden Fall wert. Guckt euch die Mods selber an. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.